Hallo, du hast dich entschieden, dich selbstständig zu machen und dazu vielleicht die Kleinunternehmerregelung zu nutzen. Über das Thema Gewerbeanmeldung hast du dich schon informiert und vielleicht auch schon den ersten Schritt dazu abgeschlossen. Auch mit Steuern und Rechnungen hast du dich schon beschäftigt? Nein? Dann empfehle ich mein Video genau zu diesen Grundlagen. Folge doch einfach dem Link oben. Okay, du weißt Bescheid, aber welche Versicherungen sind Pflicht? Und welche sind empfehlenswert als Unternehmensgründer? Gerade als Kleinunternehmer gibt es nämlich einiges, auf das du achten solltest. Deshalb bleib unbedingt bis zum Ende dran, damit du keine wichtigen Informationen verpasst. Viel Spaß beim Video! Mein Name ist Thomas Schneider von der Versicherung Schneiderei24. Auf meinem Kanal bekommst du regelmäßig Informationen zu Versicherung und Finanzen. Dabei liefere ich aber keine trockenen Produktbeschreibungen, sondern auch immer Tipps und Hintergrundinformationen und versuche, über den Tellerrand hinauszuschauen. Wenn dir das Format gefällt, lass doch ein Like und ein Abo da, um auch künftig keine Inhalte zu verpassen. Einfach klicken. Erledigt? Vielen Dank, jetzt geht's los. Wie du ja weißt, ist Kleinunternehmer keine Unternehmensform, sondern grundsätzlich eine Regelung zur Vereinfachung der Besteuerung. Du bist aber selbstständig, egal ob haupt- oder nebenberuflich, und musst dich mit dem Thema Versicherungen auseinandersetzen. Und zwar zuerst einmal mit der Krankenversicherung. Hiermit starte ich nicht willkürlich, sondern deshalb, weil die Krankenversicherung in Deutschland verpflichtend ist. Also hier hast du keinen Entscheidungsspielraum. Nun lassen sich aber verschiedene Arten deiner Selbstständigkeit denken. Du gründest dein Unternehmen neben deiner Angestellten-Tätigkeit. Vielleicht, um dich erst einmal auszuprobieren und dein sicheres Angestellteneinkommen als Backup zu haben und deine Selbstständigkeit dann langsam aufzubauen. Okay, wirst du vielleicht sagen, dann kann ich ja an die Krankenversicherung einen Haken machen. Ich bin ja schon gesetzlich quasi über meinen Arbeitgeber versichert. Nein, so einfach ist das Ganze nicht. Denn hier gibt es ein paar Punkte zu beachten. Für deine gesetzliche Krankenversicherung ist vor allem interessant, ob deine gewerbliche Tätigkeit als hauptberuflich angesehen werden kann. Dafür wird nicht nur dein Einkommen, sondern auch der zeitliche Aufwand betrachtet. Wenn du einen Vollzeitjob ausübst und nur ein paar Euro durch dein Kleingewerbe hinzuverdienst, ist dein Gewerbe definitiv nicht als hauptberuflich anzusehen. In diesem Falle bleibt alles so, wie du es gewohnt bist. Die Krankenkassenbeiträge werden über dein Angestelltenverhältnis entrichtet. Wenn du also gerade gründest, brauchst du dir in dieser Konstellation nur in den seltensten Fällen Gedanken über die Krankenversicherung zu machen. Anders sieht es aber schon aus, wenn du bisher lediglich in Teilzeit angestellt warst. Hier sollten wir uns dann näher mit den Zeit- und Verdienstgrenzen beschäftigen. Je nach Auslegung ist es nämlich so, dass sich dein Versichertenstatus ändert, wenn du in deiner selbstständigen Tätigkeit mehr als 15, 18 oder 20 Stunden pro Woche arbeitest und wenn dein Gewerbe eine hohe wirtschaftliche Bedeutung hat. Ja, aber was ist denn damit gemeint? Okay, jetzt wird's theoretisch. Wenn dein Gewerbe mehr als die sogenannte halbe Bezugsgröße an Gewinn einbringt, ändert sich auch dein Versichertenstatus. In 2021 liegt die halbe Bezugsgröße bei knapp 1.650 Euro. Mein Tipp deshalb: Spätestens wenn du regelmäßig 2 Tage in der Woche für dein Gewerbe arbeitest und mehr als 1.000 Euro im Monat einnimmst, solltest du mit deiner Krankenkasse sprechen. Bist du im Zweifel natürlich auch früher. Es kann nicht schaden. Viel schlimmer wäre es doch, wenn du nach einem erfolgreichen Geschäftsjahr eine große Summe an Krankenkassenbeiträgen nachzahlen müsstest, oder? Und was ist, wenn du familienversichert bist? Du bist entweder Schüler, Student, Hausfrau, Hausmann und hast bisher keine eigene Krankenversicherung? Dann gelten hier andere Grenzen. Hier dürfen deine monatlichen Einkünfte monatlich ab 2021 die Grenze von 470 Euro nicht überschreiten. Sonst brauchst du eine eigene Krankenversicherung. Wenn du nun feststellst, dass deine Einnahmen die eben genannte halbe Bezugsgröße übersteigen, du die zeitlichen Rahmenbedingungen überschreitest oder eben vollberuflich selbstständig bist, fällst du aus der gesetzlichen Krankenkasse heraus. Aber nicht falsch verstehen, die gesetzliche Krankenversicherungspflicht bleibt bestehen. Das bedeutet nicht, dass du dich nun zwangsläufig privat versichern musst oder gar, dass du dich gar nicht krankenversichern musst, sondern nur, dass du wählen kannst,
ob du dich privat versicherst oder als sogenanntes freiwilliges Mitglied in der gesetzlichen Krankenversicherung bleibst. Über die Unterschiede, das Pro und Contra zwischen der gesetzlichen und privaten Krankenversicherung werde ich auch bald ein Video machen. Das würde jetzt aber den Rahmen sprengen. Vermeide hier aber Schnellschüsse und informiere dich vorher genau, für welche Art der Krankenversicherung du dich entscheiden solltest. Auch hier gibt es keine Pauschalaussagen. Deine individuelle Situation und deine Wünsche sollten hier immer im Vordergrund stehen. Besprich dich mit dem Berater, der Beraterin deines Vertrauens oder buche eine kostenlose Telefon- oder Online-Beratung bei der Versicherung Schneiderei 24. Alle Informationen dazu findest du unter dem Video. Bevor ich aber das Thema Krankenversicherung beende, vergiss nicht, dich um ein Krankentagegeld für deine selbstständige Tätigkeit zu kümmern, selbst wenn du hier noch überschaubare Gewinne erzielst. Denn auch diese Gewinne bestimmen ja dein Gesamteinkommen und wenn du aufgrund längerer Krankheit ausfällst, solltest du eben diese Differenz nicht nur für dein Einkommen als Angestellter ausgleichen, sondern auch für dein Nebeneinkommen und zwar gerade, wenn du als Selbstständiger laufende Kosten hast. So, Krankenversicherung als Pflichtversicherung hast du abgehakt. Brauchst du noch weitere Versicherungen? Naja, auch das ist sehr individuell und hängt in erster Linie von deinem Unternehmen, dessen Risikobeurteilung und auch deinem eigenen Bauchgefühl ab. In der Regel gibt es nämlich neben der Krankenversicherungspflicht keine weiteren Pflichtversicherungen für Selbstständige, von einzelnen Ausnahmen einmal abgesehen. Trotzdem solltest du dich mit einigen Versicherungen gleich zu Beginn deiner Selbstständigkeit beschäftigen. Und zwar zuerst bestimmt mit der Betriebshaftpflicht. Hier sprechen wir von einer der vielleicht elementarsten Versicherungen, denn sie ersetzt Schäden, die du durch deine selbstständige Tätigkeit verursachst. Hierzu gehören Personen- und Sachschäden ebenso wie Vermögensschäden. In meinem Video zur Betriebshaftpflicht bin ich ja schon auf einiges eingegangen. Und da ich weiß, dass etliche Kleingewerbe gerade im Online-Bereich gegründet werden, lege ich heute meinen Fokus auf den Bereich der Vermögensschadenhaftung. Vielleicht und hoffentlich hat der Großteil von euch ja eine Privathaftpflichtversicherung und einige Versicherer schließen auch gewerbliche Tätigkeiten in ihre Privathaftpflichtversicherung ein. Klingt zwar prima, aber auch hier solltest du folgende Punkte überprüfen. Erstens, bis zu welcher Umsatzsumme greift deine Privathaftpflicht auch für die Ausübung eines Gewerbes? In der Regel wirst du nämlich eine Umsatzbegrenzung finden und zwar abhängig davon, wie alt dein Vertrag ist. Denke daran, die Kleinunternehmerregelung gilt aktuell bis zu einem Jahresumsatz von 22.000 Euro. Hier solltest du deine Privathaftpflicht dringend anpassen. Wenn du jetzt noch selber Produkte herstellst oder in Verkehr bringst, trägst du die sogenannte Produkthaftung oder sogar die erweiterte Produkthaftung. Auch hierauf will ich an dieser Stelle nicht näher eingehen. Versteht aber, dass diese Bausteine in der Regel nicht von deiner Privathaftpflicht abgedeckt sind und im Falle eines Falles immense Schäden hervorrufen können. Und wie anfangs schon angesprochen, kommt nun der Bereich der Vermögensschadenhaftung. Ja, du wirst in den Versicherungssummen deiner Privathaftpflicht auch einen Betrag für die Vermögensschadendeckung finden, aber eben nicht für deine betriebliche Tätigkeit. Warum? Nun, weil es echte und unechte Vermögensschäden gibt und die Privathaftpflicht nur unechte Vermögensschäden umfasst. Ein solcher Schaden liegt immer dann vor, wenn gleichzeitig ein Personen- oder Sachschaden vorliegt bzw. dem Vermögensschaden vorangegangen ist. Puh, viel zu theoretisch, deshalb ein praktisches Beispiel. Du reparierst den Computer eines Bekannten, verursachst dabei einen Kurzschluss und zerstörst den Computer. Damit verursachst du nicht nur einen Sachschaden am Computer, sondern auch einen Vermögensschaden, weil dein Bekannter erst einmal nicht arbeiten kann und dadurch auch Verdienstausfälle hat. Hier liegt ein unechter Vermögensschaden vor. Wenn du dich aber zum Beispiel als Finanzberater, Programmierer, IT-Consultant, Coach, Berater und so weiter selbstständig machst, besteht aber auch immer die Gefahr, dass durch deine Beratung, deine Programmierung oder dein Coaching deinem Auftraggeber ein finanzieller Schaden entsteht, ohne dass hier ein Personen- oder Sachschaden dafür die Grundlage war. Hier sprechen wir dann von einem echten Vermögensschaden, der nur separat versichert werden kann. Deshalb mein Rat, besprich dich am besten noch vor deiner Unternehmensgründung mit dem Berater, der Beraterin deines Vertrauens und schließe gegebenenfalls eine Betriebshaftpflichtversicherung ab. Wenn dir dein Berater aber den Unterschied zwischen
echten und unechten Vermögensschäden nicht spontan erklären kann, wende dich an einen Profi. Du weißt ja wie. Die zweite wichtige Versicherung für Gründer ist bestimmt die Berufsunfähigkeitsversicherung. Hier ist aber tatsächlich entscheidend, wie hoch deine Umsätze und Gewinne aus der selbstständigen Tätigkeit sein werden. Solltest du neben deiner Angestellten-Tätigkeit dein Kleingewerbe als zweites Standbein aufbauen, passe deine Berufsunfähigkeitszusatzversicherung an deine neue finanzielle Situation an. Du hast bisher noch keine Berufsunfähigkeitsversicherung. Nicht im Ernst. Schaue dazu mal in das oben gezeigte Video. Ja, ich könnte jetzt darauf rumreiten, wie wichtig die Absicherung deiner Arbeitskraft für deine Existenz ist, aber das Ganze soll ja hier kein Werbevideo werden. Fazit: Die BUZ ist und bleibt wichtig, aber eben mit ausreichenden Versicherungssummen und Leistungen. Und wie sieht es mit weiteren Versicherungen wie Rechtsschutz, einer Inhaltsversicherung und so weiter aus? Nun, auch da wirst du feststellen, dass mitunter deine Privatrechtsschutz oder deine Hausratversicherung auch schon Einschlüsse für gewerbliche Tätigkeiten enthält, ähnlich wie vielleicht deine Privathaftpflicht. Achte auch hier zuerst auf die Umsatzgrenzen und sei dir darüber im Klaren, dass hier meist nur Basiseinschlüsse abgedeckt sind. Abmahnungen, die sich aus deiner gewerblichen Tätigkeit ergeben, Urheberrechtsverletzungen, Rechnungsforderungen etc. sind darin nicht beinhaltet. Ebenso wie beim Rechtsschutz der Vorwurf, eine Straftat vorsätzlich begangen zu haben. Wenn durch einen Einbruch in deiner Wohnung gewerbliche Ausstattung geklaut wurde, schaust du mit einer Standard-Hausratversicherung häufig in die Röhre. Ebenso wie bei Schäden durch Feuer oder Leitungswasser. Je nach Wert deines Inventars, deiner Waren und Vorräte ist auch hier eine gewerbliche Versicherung, also eine Inhaltsversicherung, zu überlegen. Und wenn du zum Beispiel viel mobil arbeitest und deine Werkzeuge und Materialien in einem Firmenfahrzeug lagerst, solltest du Informationen zu einer Transportversicherung einholen. Auch eine Cyberversicherung könnte für dich und dein Unternehmen sinnvoll sein. Nein, keine Angst, ich will hier weder werben noch irgendwelche Pauschaltipps abgeben. Es macht auch keinen Sinn, mit der langen Stange im Nebel der Versicherungsprodukte herumzustochern und zu hoffen, das Richtige zu finden. Es gibt dafür tatsächlich Profis, die mit dir deine Situation durchsprechen und dir Lösungen zeigen, die für dich und dein Unternehmen wichtig sein können und dabei auch dein finanzielles Budget berücksichtigen. Diese Profis findest du aber nicht in Online-Vergleichsportalen, weil die eben nur reine Produkte vergleichen und gewerbliche Absicherung eher stiefmütterlich behandeln. Aus meiner Erfahrung nutzt es auch wenig, sich hier Allgemeintipps einzuholen, weil jeder Unternehmer ist individuell und sollte auch so beraten werden. Produkte von der Stange willst und kannst du dir bestimmt nicht leisten, oder? Wenn du noch Fragen oder Anregungen hast, schreib sie doch unten in die Kommentare. Ich freue mich auf eure Reaktionen. Und Vorschläge für neue Themen und Videos nehme ich auch immer dankbar an. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch einen guten Start ins neue Jahr. Bleibt positiv, bleibt produktiv und vor allem bleibt gesund. Euer Thomas Schneider.